wusste ja schon im Endeffekt, dass es mir körperlich brutal gut tut. Und ich bin jetzt eher jemand, also ich musste mir jahrelang immer anhören, dass ich doch ein bisschen weniger wiegen sollte. Und also Gewicht war auch bei uns im Eishockey halt einfach immer irgendwie so ein Thema. Ohne quasi jetzt irgendwie an einem Körperfettwert aber gemessen zu werden. Und wo das dann so ein bisschen mehr ins Spiel kam, dann war es dann auf einmal nicht mehr so schlimm, dass man quasi mehr wiegt, weil man ja quasi vielleicht auch gar nicht, ja, tote Masse mit sich rumdreht, sage ich jetzt mal. Und ich habe dann einfach für mich gemerkt, okay, mir taugt es. Und ich habe dann eben nochmal auch wieder quasi so eine Challenge gemacht. Ich glaube, damals tatsächlich auch wahrscheinlich wieder wegen am Gewicht. Und habe dann gemerkt, okay, cool, mir taugt es einfach. Und dann gab es ja zu der Zeit auch einfach schon viel mehr Dokus auf Netflix. Es gab viel mehr Informationen zum Lesen. Und ja, keine Ahnung, ich glaube auch so Social Media, wenn du dann viele Sachen siehst und liest oder sowas, also dann vergeht einem die Lust ja ganz schnell auf irgendwas. Ja. Vegane Athleten, dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert wird der Podcast von dem Buch Vegane Athleten, deutsche Spitzensportler im Porträt von Sebastian Fienes. Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit der Eishockey-Legende Julia Zorn. Im Folgenden spricht Julia über ihre Ernährungsweise als Spitzensportlerin. Sie hat in ihrem Leben nie viel Fleisch gegessen, weil es sie einfach nicht geschmeckt hat. Und im Laufe ihrer Eishockey-Karriere hat sie so ziemlich jede Diät und Ernährungsweise mal ausprobiert, bis sie schließlich bei der veganen Ernährung gelandet ist und da auch geblieben ist. Im Interview spricht sie über den Prozess ihrer Ernährungsumstellung zu rein pflanzlich, der im Jahr 2014 begann. Damals hat sie zusammen mit einer Mannschaftskollegin, Monika Pink, eine 30-Tage-Challenge mit Attila Hildmann ausprobiert. Und aus diesem einen Monat wurden mal ganz schnell 4 Monate, weil die beiden halt festgestellt haben, ja, dass es halt super gut funktioniert und auch krasse körperliche Veränderungen die beiden an sich festgestellt haben. Und im Interview spricht sie auch über jene körperlichen Veränderungen. Das ging los mit Gewichtsabnahme. Also Julia hat enorm an Gewicht abgenommen, was sie per se nicht auf die vegane Ernährung schiebt, sondern mehr darauf, dass es auch eine Low-Carb-Diät war. Und zum anderen ist sie aber auch sehr energiegeladen aufgewacht und in den Tag gestartet. Und das Dritte, was sie festgestellt hat, ist, dass sie nicht mehr geschwitzt hat. Und das, obwohl sie eine ist, die immer sehr schnell und sehr viel geschwitzt hat. Und während viele andere Ernährungsweisen und Diäten, die ihr früher angeraten wurden, zum Beispiel isst doch mal jetzt sehr viel Putenbrust oder so, weil es halt sehr fettarm ist, und da sie jemand ist, der halt nicht gerne Fleisch isst, kommt es zum Beispiel gar nicht in Frage. Bei der veganen Ernährung hat sie dann halt festgestellt, dass es ihr super gut taugt. Und sie sagt, ich zitiere, bei der veganen Ernährung muss ich mich nicht verbiegen und für mich ist die vegane Ernährung auch kein Verzicht. So, jetzt aber viel Spaß mit dem Interview Teil 2 mit Julia Zorn. Kommen wir jetzt mal zur Ernährung. Wie hast du dich denn früher ernährt? Was gab es in deiner Familie zu essen, als du Kind warst? Was gab es da auf dem Tisch? Und was hast du am liebsten gegessen? Was gab es auf dem Tisch? Also ich glaube, die normale deutsche Küche, die man halt einfach kennt. Also Klassiker war bei uns, gab es Abend immer Brotzeit eigentlich. Mittags gab es irgendwas Warmes. Aber bei uns gab es, wie gesagt, ganz normal omnivore Kost, also nichts Besonderes. Ich muss zugeben, ich habe es mit dem Fleisch noch nie besonders gehabt. Also es hat mir nie so geschmacklich getaugt. Das heißt, ich habe, glaube ich, mein Leben lang nicht besonders viel Fleisch konsumiert. Das war so die Kindheit. Und ja, sage ich mal, meine Mutter auch nach wie vor, die hat einen sehr gesunden Stoffwechsel. Also die ist eher eine sehr schmale Person, wenn man aber sieht, lustigerweise, wie die kocht. Also dann würde man nicht denken, dass jemand dann so aussehen kann, aber ja, also schon deftige Küche, was? Ja. Aber, ja, was heißt deftig halt? Bei uns, also es gab schon immer viel Gemüse auch, aber es gab, wie gesagt, es gab auch Fleisch, es gab auch mal Süßspeisen, also keine Ahnung, es gab auch mal Pfannkuchen oder Grießball bei uns zum Mittagessen. Also ich glaube, uns hat da nichts gefehlt in dem Sinn.
der ganzen Bandbreite. Also an den Veganen hat es gefehlt, aber. Ja. Und wie lange ernährst du dich schon vegan? Ja, ich muss zugeben, dass ich das gar nicht so genau weiß. Also ich hatte neulich ja auch tatsächlich, weil du gesagt hast, du hast da nichts darüber gefunden. Ich habe für Penny eigentlich mal ein relativ langes Interview darüber gegeben und auch auf meinem eigenen Social Media habe ich das eigentlich auch schon mal erzählt. Aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, weil ich habe es ausprobiert das erste Mal 2015. Einfach über eine Mitspielerin und Freundin, die das quasi, das war ja auch so die Zeit, wo quasi die Bücher vom Attila Hildmann relativ groß geworden sind. Und wir haben dann zusammen damals diese Challenge von dem gemacht, die eigentlich ja 30 Tage geht. Und uns hat es dann aber so getaugt, dass wir dann halt irgendwie bei, 3-4 Monaten gelandet sind oder sowas. Und wie hieß die Freundin? Dann, kurze Zwischenfrage. Monika Pink, also die spielt auch bei uns bei Planeck. Hm. Genau. Und die hat mich da so ein bisschen draufgebracht und dann das ausprobiert und dadurch, dass ich halt eh das mit dem Fleisch nie hatte, war das für mich jetzt dann auch nicht, boah, das war für mich jetzt kein Verzicht oder sowas, aber ich meine, du weißt selber, 2014, 15 war es auch generell noch schwieriger oder man wurde noch viel komischer manchmal angeguckt und dann war es halt wieder so, ah nee, Sportler brauchen Eier und Sportler brauchen Ding und dann war es auch so ein bisschen, ich wusste, mir taugt es von dem, wie es mir schmeckt, mir taugt und mir ging es halt auch brutal gut eigentlich. Habe es dann aber nochmal so ein bisschen schleifen lassen, würde ich sagen, so fast ein gutes Jahr und bin dann wieder dazu zurückgekommen. Aber ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, ob ich jetzt seit 2018, seit 2017, das kann ich dir so ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Okay. Irgendwann gab es dann mal einen Cut oder gab es da irgendeinen ausschlaggebenden Punkt, dass du gesagt hast, jetzt nur noch pflanzlich oder? Ja, nee, gar nicht so. Also ich wusste ja schon im Endeffekt, dass es mir körperlich brutal gut tut und ich bin jetzt eher jemand, also ich musste mir jahrelang immer anhören, dass ich doch ein bisschen weniger wiegen sollte und also Gewicht war auch bei uns im Eishockey halt einfach immer irgendwie so ein Thema, ohne quasi jetzt irgendwie an einem Körperfettwert aber gemessen zu werden und wo das dann so ein bisschen mehr ins Spiel kam, dann war es dann auf einmal nicht mehr so schlimm, dass man quasi mehr wiegt, weil man ja quasi vielleicht auch gar nicht, ja, tote Masse mit sich rumdreht, sage ich jetzt mal. Und ich habe dann einfach für mich gemerkt, okay, mir taugt es und ich habe dann eben nochmal auch wieder quasi so eine Challenge gemacht. Ich glaube, damals tatsächlich auch wahrscheinlich wieder wegen am Gewicht. Und habe dann gemerkt, okay, cool, mir taugt es einfach. Und dann gab es ja zu der Zeit auch einfach schon viel mehr Dokus auf Netflix. Es gab viel mehr Informationen zum Lesen und ja, keine Ahnung, ich glaube auch so Social Media, wenn du dann viele Sachen siehst und liest oder sowas, also dann vergeht einem die Lust ja ganz schnell auf irgendwas. Ja, aber warum hast du denn überhaupt erstmal die Challenge gemacht? Was war da der Anreiz? Einfach mal Bock, was Neues auszuprobieren? Oder hattest du gesundheitliche Probleme? Oder war also eine Mitspielerin von mir, die hatte eben quasi so ein bisschen gesundheitliche Probleme und der wurde das dann geraten eben von einer Medizinerin, aber jetzt natürlich keine klassische Schulmedizinerin, sondern ich weiß nicht, was die war, vielleicht so TCM, ich weiß es jetzt aber nicht genau. Die hat ihr das so ein bisschen geraten und dann hat sie gesagt, ja, hey, guck mal, und sie probiert das jetzt aus und ich bin halt super offen für sowas. Also ich muss zugeben, ich glaube, ich habe ernährungstechnisch auch schon davor alles mal ausprobiert, was es so wahrscheinlich irgendwie gab und habe halt dann gemerkt, okay, cool, das taugt mir einfach. Also das ist, weil ich hatte, wie gesagt, mit dem Gewicht, kriegst du einen Ernährungsplan, wo dann draufsteht, du sollst am Tag 150 Gramm Putenbrust essen. Ja, und wenn du das halt nicht magst oder das einfach nur widerlich findest, ja, dann hilft dir der beste Ernährungsplan halt auch einfach nichts. Und das war halt dann das erste Mal was für mich, wo ich sage, boah, cool, da muss ich mich nicht verbiegen, dass mir das taugt. Okay. Und letztendlich, dass das halt so der Grund war, warum ich dann halt da auch geblieben bin. Ja, und warum, du hattest ja gesagt, dass du noch nie so gerne der Fleischesser warst, ist das halt so bei dir so ein geschmackliches Ding oder machst du es den Tieren zuliebe, der Umwelt zuliebe, aus ethischen Gründen, warum hast du nie so viel Wert darauf gelegt, auf Fleisch oder tierische Produkte generell? Ja, also ich würde jetzt sagen, wie gesagt, Fleisch ist, mir hat es geschmacklich und vor allem von der Struktur her taugt mir das gar nicht. Also ich muss auch sagen, es gibt ja mittlerweile super krass viele vegane Fleischersatzprodukte. Und wenn ich da eins erwische, was dem Fleisch halt echt super nahe ist, was vielleicht für den einen oder anderen beim Umstieg cool ist,
packe ich nicht. Also ich finde ich einfach eklig. Ich kann es dann schon essen, weil ich halt einfach weiß, dass es kein Fleisch ist. Aber ja, wie gesagt, geschmacklich und vor allem strukturell. Also was ich schon gegessen habe, war dann vielleicht eher mal eine Wiener oder sowas, weil das ja eher, keine Ahnung, dann ja so eine Pampe ist, als wie wenn das so ein Stück Fleisch auf meinem Teller war. Genau, und so, ja, wie gesagt, also Eier oder sowas, das habe ich früher eigentlich schon gegessen, aber ja, mittlerweile halt einfach zu viel darüber gelesen und zu viel darüber angeguckt, dass ich sage, also ich, wie gesagt, das soll jeder so machen, wie er will, aber ich kann für mich sagen, brauche ich halt nicht. Und für mich ist das auch kein, die vegane Ernährung, kein Verzicht. Deswegen, ich finde nicht, weil viele ja immer sagen, oh, wie schaffst du das? Ich schaffe das nicht, ich könnte nicht auf das und das verzichten. Ja, gut, für mich ist es halt kein Verzicht. Ja, ja. Deswegen. Hast du auch irgendwelche körperlichen Veränderungen gespürt bei dir? Du hast das Thema Gewicht angesprochen. Hast du eher früher dazu tendiert, zu viel Gewicht zu haben und hast es auch genutzt, um abzunehmen, also die vegane Ernährung? Ja, also ich finde jetzt nicht, dass man per se mit einer veganen Ernährung abnehmen kann. Also ich glaube halt gerade in der heutigen Zeit, du kannst ja auch brutal der Junkfood-Veganer sein. Also ist ja cool, dass es die ganzen Sachen mittlerweile gibt. Aber viele sagen ja immer, ja, vegan per se ist gesund. Und ich meine, ja, ich bin mir sicher, es ist gesünder als alles Omnivore. Aber du kannst halt trotzdem dich auch irgendwie scheiße ernähren, so gesehen. Also zumindest halt auf den auf das Gewichtsthema bezogen. Und ich glaube halt, wenn du so eine Whole Food Plant-Based Diet hast, dann ist es natürlich schon zwangsläufig, dass du, glaube ich, an Gewicht verlierst oder halt zumindest an Körperfett verlierst. Und tatsächlich, also diese Challenge, die wir damals gemacht haben von dem Attila Hildmann Buch, das ist im Endeffekt eine Low-Carb-Challenge. Und deswegen, also habe ich natürlich schon damals abgenommen, weil du halt einfach Kohlenhydrate gestrichen hast. Und körperliche Veränderungen, die ich damals gemerkt habe, also das allererste Mal, wo ich das gemacht habe, natürlich ultra krass, also richtig krasse Veränderungen. Bin tendenziell jemand, der brutal schwitzt. Ich habe, glaube ich, 30 Tage lang, egal was ich gemacht habe, einfach gar nicht mehr geschwitzt. Okay. Also das war krass. Ja, halt einfach die Klassiker, was man kennt. Ich habe, wenn ich in der Früh aufgestanden bin, habe ich mir, das war wie so, keine Ahnung, als hätte man mich an die Steckdose angesteckt und es war so, geil, was machen wir heute? Also so richtig halt voller Energie. Was habe ich noch gemerkt? Haut war am Anfang erst super schlecht und dann halt gut. Also so wie, dass die Giftstoffe erst so ein bisschen aus, also der Körper entgiftet ja am Anfang einfach, dass man halt eher erst schlechtere Haut. Ja, und beim ersten Mal habe ich halt brutal abgenommen, aber das würde ich jetzt per se nicht auf die vegane Ernährung schieben, sondern einfach darauf, dass es A, Low Carb war und B, wenn man so eine Challenge macht, dann setzt du dich ja ganz anders mit dem Essen auseinander und sagst, okay, das darf ich nicht. Und dann finde ich es auch persönlich halt leichter, irgendwie zu sagen, okay, man isst jetzt, da waren auch Süßigkeiten in den Büchern drin, die man hätte machen können. Aber das war, und ich glaube, dass das halt so ein bisschen der Grund für die Gewichtsabnahme dann war. Wo ich dann zum zweiten Mal sozusagen wieder zur veganen Ernährung zurückgekehrt bin, waren die Veränderungen gar nicht so extrem wie beim ersten Mal. Also es ist jetzt momentan leider nicht so, dass ich jeden Morgen aufwache und mir denke, geil, was machen wir heute? Aber ich glaube, das hängt halt auch einfach viel mit dem Training zusammen und wie halt der Umfang so ist, aber. Ja. Und das Gewicht, was du damals verloren hast, hat sich das dann wieder normalisiert oder hast du es jetzt gehalten? Ja, ich habe nie wieder gewogen, was ich mal gewogen habe. Habe ich nie wieder. Okay. Also ich meine, klar, so in so einer Challenge, wie gesagt, wir haben das dann damals, glaube ich, fast 4 Monate gemacht. Ich glaube, wenn du 4 Monate halt sehr auf deine Ernährung wirklich brutalst achtest, also weißt du, das geht halt aber auch nicht während der Saison, weil da haben wir einfach nicht, also da habe ich gar nicht die Zeit, dass du dann, da war ich natürlich super leicht, aber letztendlich, ich habe dann nie wieder das drauf bekommen, was ich hatte. Ja, ja. Und auf deinem Wikipedia-Eintrag steht 69 Kilo bei 1,70 Meter, oder? Mhm. Das war der zweite Teil des Interviews mit der Eishockey-Legende Julia Zorn. Das Interview war die Grundlage für das Porträt, welches ich für mein Buch geschrieben habe. Vegane Athleten, deutsche Spitzensportler im Porträt. Deswegen ist das halt auch schon ein bisschen länger her. Das Interview jetzt knapp 2 Jahre. Aber die Inhalte sind natürlich genauso aktuell wie eh und je.
Wenn du das komplette Porträt lesen willst, empfehle ich dir unbedingt, mein Buch zu kaufen. Du kannst auf die Seite veganeathleten.com gehen und da kannst du dir das Buch bestellen und kriegst auch noch eine persönliche Signatur von mir dazu, wenn du das möchtest. Ich kann dir das sehr empfehlen. Das ist ein Doppelporträt, welches ich geschrieben habe, zusammen mit Anna-Maria Reich. Also Julia Zorn und Anna-Maria Reich habe ich in einem Porträt zusammengefasst. Beide Veganerinnen, beide haben eine, verbindet halt sehr viel miteinander, ihre Eishockey-Karriere in der Nationalmannschaft und auch im gleichen Verein. Es ist ein super tolles, umfangreiches Porträt geworden, wo beide Lebensgeschichten miteinander verzahnt aufgeschrieben wurden und das in Kombination eben mit den Ernährungsweisen der beiden. Also geh auf veganeathleten.com, bestell dir das Buch und genieß das Porträt. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich dann schon, dich das nächste Mal wieder in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein Sebastian. Das war der Podcast Vegane Athleten, dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert von dem Buch Vegane Athleten, deutsche Spitzensportler im Porträt von Sebastian Fienes. Mehr Infos findest du auf veganeathleten.com.